Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol. Ich zeige in diesem Video, wie man dieses schöne Lied von Elton John als Instrumentalstück auf der akustischen Gitarre spielen kann. Kapotanz habe ich am zweiten Bund, beginne mit diesem Intro, mit diesem bekannten Einleitungsteil. 3, 4. Ich nur diese 2 Einser und dann spiele ich den A-Bass dazu. Und beim C spiele ich nicht als Basston das C auf der 5. Seite, sondern ich spiele das G, passt besser. Ich spiele es jetzt noch einmal vom Anfang an bis zu dieser Stelle. 3, 4. Ich spiele diese 2 Takte. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Dann die nächsten 2. 3, 4. Diese 4 zusammen, von dieser Stelle bis zu diesem Doppelstrich. 3, 4. Dann kommen wieder die 2 bekannten. Noch einmal von hier bis hierher. 3, 4. Dann D-Moll. Jetzt geht es in den Refrain. Ich spiele jetzt alles zusammen zur Wiederholung. Vom Intro weg. Ja, bis zum Beginn des Refrains, des Chors. 3, 4. Spiele jetzt vom C weg die 2 Takte. Und damit es fließend klingt, spiele ich beim A-Moll nur diesen Basston. Und dann greife ich schon aufs F um. Spiele jetzt diese 2 Takte 2-3 Mal hintereinander ganz langsam. 3, 4. Jetzt spiele ich diese 4 Takte zusammenhängend vom C bis zum Ende der 3. Zeile. 3, 4.
weiter. Spiele nochmal vom Anfang an, kleine Pause oder ein kleiner Klopfer. Erster Schluss, D-Moll, C, F, D und G. Wiederholung. Viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.